Kannst du auch normale Leute finden. Alter, Panda, wie alt bist du? 16, 17? Alter, du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Chill mal deine Base. Ja, der Boomer wieder. Ja, hast recht. Aber, ja, recht. Ja, natürlich hat er recht, aber das ist ein richtiger Elternspruch halt. Ja, aber was soll man schon sagen, ey? Ja, aber als Jugendliche denkst du dir nur so, toll, noch ein Elternspruch. Ich meine erste Freundin hatte ich mit 17, ey. Alter, was? Meine einzige. Alter, Vater. Hatte ich schon meine erste Krankheit. Ja, siehst du. Das hab ich auch gedacht. Und ich soll Boomer sein? Hat er schon seinen ersten STD? Lefty Game, das ist zu viel für ihn. Ja. Zu heftig. Weißt du, was ich noch abfallen würde, wenn er statt Kalari Gott stehen würde? Gott left the game. Bro, 17? No. Er sagt, er kommt gleich wieder. Ist mir egal. Süß. Er hat mir gerade. Ja, er schreibt. Ich bin so seine. Ich bin so seine. Seine Sprache. Seine Eule. Eule? Ich bin doch keine Eule! Oh. Ja, das habe ich auch in der Report abgenommen. Sagen wir mal, ich spreche für Kalari. Jetzt könntest du richtig Eule kenne ich immer nur. Ich bin der Lurax und ich spreche für Kalari. Lurax? Nein! Oh. Kennst du den jetzt, Film? Also jetzt wär's lustig gewesen, Lurax, wenn du gestorben wärst. Nee, es war sehr knapp, aber. Lurax. Oh, die Musik ist neu, geil. Diorit muss ich denn hier abfarmen, ey, verdammt. Diorit habe ich on Mars. Ja, schalte etwas leise lang. Ich brauch's nur ein bisschen fürs Haus. Naja, aber. Geh mal in den Hinterblick. Nö, ich find hier genug, gerade bei mir in der Nähe. Ich hab grad hier genug. Ey, braucht jemand Glasscheiben? Was hat's gemacht? Einsatz für Robert. Cool. Aber. Einsatz? Zum Glück nimmt das Haus mittlerweile Formen an. Formen? Ja, viereckig, quadratisch. Solange es. Ich kann in Minecraft nicht rund bauen, ich hasse es. Ja, es ist ja auch ein Spiel. Dafür sind die Blöcke ein bisschen zu blöckig. Ja, aber du kannst in der Masse rund bauen und das ist das Schwierige. Ja. Das ist brutal. Ich habe mal eine Mod gesehen, wo jeder Block durch eine Sphäre ersetzt wurde. Holy fuck, sieht das komisch aus. Ich habe mal diese Real-Life-Mod gesehen, Digga, in Minecraft. Oh Gott. Cool. Aber selbst mit RTX schon krass aussieht. Also, ich weiß nicht, warum wollen die Leute so echte Kuhgesichter haben oder so echte Menschengesichter. Ja, hier, Dings. Ja, Marco will das ja. Hey, wieso? Also witzig fände ich's. Ja, du bist ja mit Chroma Hills nicht zufrieden, weil die Tiere da scheiße aussehen. Jetzt bin ich nicht damit zufrieden, weil die scheiß Quarztreppen so scheiße aussehen. Ja, da musst du halt die richtigen benutzen, Junge. Ja, was für nicht? Die sehen auch scheiße aus. Wenn ich Smooth Quarz nehme, dann will Gott, ich Quarz ohne. Gott, Ziegels Warpool. Smooth Criminal. Das ist das Behindertste, was ich in einem Texture Pack je gesehen habe, dass bei Smooth ein Muster drauf ist. Ja, nur bei den Treppen. Ja, aber das ist doch. Ja, genau deshalb, wenn es bei beidem wäre, wäre es ja wieder. Wo zum Geier hat Ziege 28 also, Grad? Also, guck mal, wenn du ein Video guckst, wenn er bei mir ist, warum nicht? Sieht so scheiße aus. Du meinst mit Silic Touch oder was abgebaute? Weiße glasierte Keramik. Oh, glasierte Äpfel. Kandierte Äpfel heißen die, glaube ich. Ja, sind die auch. Fett. Ich mag die nicht so, weil das irgendwie, weil die zu süß sind, das ist irgendwie ekelhaft. Ich sehe gerade, sie hat auch von mir ein paar Kartoffeln ausgeliehen. Kartoffeln. Ja, klar, er muss auch irgendwie essen, ne? Vor allem, ich hab ihm jedes Mal gesagt, bau dir ein eigenes Feld, und er sagt, wozu brauch ich das, wenn du eins hast? Ja. Vorletzte Folge erst so, ja, ich hol mir von X2 Essen. Ja, das war wirklich so. Das Sammelsetten, genau. Er hat es immerhin wieder angebaut, so viel kann ich ihm noch zugestehen. Einmal Applaus für Ziegen. Au! Und ey, jetzt muss Ziege nicht mehr, immer wenn er aus seinem Zaun blickt, über seine Hecke, dass er nicht mehr das unvollständige Pixelarter sehen muss, mitsamt diesem hässlichen Gerüst. Was provisorisch war. Ist es jetzt fertig oder was? Ja. Ja. Laber! Das ist ein ganz kleines Ding. Ja. In seiner Hose. Kannst du dir angucken, wenn du willst. Ich komm gleich mal. Ja, Hose runter, los geht's. Oh Gott. Damit hätte ich kein Problem, er wahrscheinlich schon, aber ich. No, 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 no.
Ich sag nur so, ich sehe da gleich überall weiße Flecken. Ja, das hast du noch Dark Oak. Das könnte passieren, mein Lieber. Ja, ich glaube. Musst du gucken. Ich hab auf jeden Fall aus Saplings. Hab ich einen Frau? Oh mein Gott, ey. Karte, warte mal. Oh, lass mal hier was machen. So, warte mal. Da. Das ist ein Kacklava, sie abbauen, ne? No, you didn't. Yes, I did. Oh. Yes, he did. Yes, we can. Karl? Karl! Jetzt kommt Frühstück! Ein toter Mensch in unserem Haus. Ich bring mich um. Ja, Mann. Karl, du hast ein ganzes Kreuzfahrtschiff versenkt. Du hast doch damit angefangen! Ich hab ganz normal Karl gesagt, nicht mal in diesem Ton. Karl Liebknecht. Das ist eine Liebstätte. Du hast es in den Ton gesagt. Echt so? Nein, ich hab Karl gesagt. Ja, schon wieder! Nein, dann hätte ich Karl gesagt. Jetzt warst du wieder. Ich hab ganz normal Karl gesagt. Nein, jetzt hast du es gerade normal gesagt, das stimmt, aber davor war das nicht ganz normal. Du hast so leicht deine Stimme nach oben verstellt, mein Lieber. Er hat sich einen Sack geklemmt. Alter, was war das für ein AIDS? AIDS. Ich hab AIDS. Arzt. Findet ihr das witzig oder was? Irgendwie schon. Hey. Ja, sag ich schon dreimal. Sag nochmal. Ich bin behindert. Ich bin so behindert. Und ich bin stolz. Ich bin behindert. Ich bin stolz. Was für Schämen, Digga. Eine Behinderung. Digga, was bist du denn für ein Nazi? Behinderten Nazi? Du bist ein Nazi. Das kommt noch vom größten Nazi. Ich such jedes Mal mit Beton. Sag amol. Hey. Sag amol. Ja, natürlich. Nur weil, okay, ich funny, nur weil ich funny Nazi-Jokes mach? Okay, Boomer. Eins ist wie, das ist wie dieses fucking No You, das macht Niefe einfach benutzt. Jede Antwort richtig. Hä, ist das nicht Niefe? Ja. Ja, aber okay, Boomer ist das neue No You so gesehen. Boomer. Nur, dass er okay, Boomer auf alles geht, bei jeder Aussage. Ja, ich glaube eher hier X-Feuer ist asozial. Okay, Boomer. Stern über Bethlehem. Jetzt reicht's mir, du National. Oha. Ciao, Marco, ciao. Warte mal. Ich soll der größte Nazi sein, aber Robert sagt, Satan kommt aus Israel, X-Feuer. X-Feuer, jetzt hör's mal zu, ja? Ein funny joke und Satan kommt aus Israel. Hat er das wirklich gesagt? Nein! Wir zwei haben uns darüber doch übel hart angeguckt. Ach, stimmt! Ja, jetzt hätte ich mich dran. Also, komm mir nicht so hier, ja, mein Lieber. Da muss ich immer aber ganz schnell was sagen. Mega, komm mal runter, ey. Was mit dir, ey? Satan kommt aus Israel, haut er einfach raus. Ich Gott, bin unschuldig. Weißt du, ich hab zwar gestern Cards Against Humanity gespielt, aber das kann nix toppen, Alter. Nee, ja, das hat er gemacht. Digga. Cards Against Humanity ist geil. Das hätte von Hitler persönlich kommen können, Digga. Was hast du aus Israel mitgebracht? Ja, Hitler. Was jetzt? Hey, das hast du auch wenn du den Bart davon hättest, aber. Ich hätte den theoretisch haben können. Ja, dann mach doch. Nein, Mann. Warum nicht? Ich hab mal einen gesehen, der den hatte, Digga. Auf der Straße. Ja, der von Harry Potter da. Nein, auf der Straße, Digga. Läuft, wir sind mit dem Auto an dem vorbeigefahren und der Fahrer einfach so: Guck mal, da ist Hitler! Ich hab mich. Ah, Marco, willst du es bestochen? Ja, genau. Also, das ist. Ich find's eigentlich schön, ist gar nicht so klein, also. Ist halt, naja, ich wollte es halt auch nicht zu groß machen. Ja, ist weil sonst hätte es wirklich lange, ewig gedauert. Boah, so wirklich lange, ewig. Schön aus. Jetzt wird's interessant. Jetzt geht's ab. Jetzt, ich hätte persönlich nur gedreht, also dass es hier in die Richtung guckt, aber. Gedreht? Oh, warte, weißt du, was ich ja gerade noch sehe? Da fehlt ein schwarzer Block noch. Wobei, hier läuft man dann schön vorbei. Ich will noch kurz. Alter, geht's denn mal los hier? Gehirn ist wieder außer Betrieb gerade. Oh, Pinocchio. Hat euer Vater eigentlich schon mal so richtig Anschluss von der Mutter bekommen? Heute bestimmt häufiger, oder? Passiert, ja. Umgekehrt genauso. Ja, wollte ich gerade sagen. Eher umgekehrt. Bei mir passiert immer beides gleichzeitig. Ja. Oder passierte. Bis sie sich geschieden haben.
Wie das einfach so richtig trotten kann, Digga. Nach Motto. Bis sie sich entschieden haben. Ja, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, also circa sieben Jahre. Irgendwann muss man darüber wegkommen. Sein, die deutschen Familien sich so richtig oft scheiden. Ja, ja, glaube ich auch. Nein, das glaub ich aber auch. Statistisch gesehen stimmt das nicht. Ich habe aber schon so viele Leute kenne ich, wo jetzt die Eltern auch schon alle weg sind, getrennt sind, leben. Also natürlich passiert es in Deutschland häufiger als zum Beispiel im Irak oder so, wo wenn die Frau sich scheiden lassen, wenn sie gesteinigt wird. Aber nee, weil ich auch ausländische Familien hier in Deutschland meinte ich. Ja, 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 weil bei manchen ausländischen Familien hat die Frau auch nichts zu sagen. Bei den meisten deutschen Familien sollte man zumindest eigentlich hoffen, dass die Frau sich scheiden lassen kann. World of Warcraft. Oh ja. World of Wars. Ja klar, willst mich doch nur wieder schlagen. Hä, was schlagen? Wo darf man Markus schlagen? Achso, ja, dann kommt oh, Hintergrundgeräusche. Da kommt der Mutter. Ja, Freundin von Matze, Matthias. Gibt's wieder Esen? Ja doch, ja. Schlabbern auch okay. Dann geh ich wieder um. Ach ja. Dai, dabidi dai. Was mach ich? Also Robert, jetzt ist Schluss, ey. Jetzt so Robert, du Nazi-Sau. Jetzt ist Schluss. Du hast gefickt. So. Anal. Nö. Heute noch nicht. Noch nicht? Solltest du mal machen. Heute ist ja, ein guter komm Tag. Vorbei. Komm vorbei. Willst du das große oder das kleine Löffelchen sein? Wie groß bist du Körpergröße nochmal? Ich glaube 1,80. Ja, dann das kleine. Das kleine? Ist dann noch durchschnittlich. Ja, ich bin auch 1,81, also. Ich bin fast zwei. Ich bin über 1,90 auf jeden Fall. Alter! Alter, er richtiger Riese. Und er labert was von, eine Beziehung klappt nicht, Digga. Wenn du mit 1,90 zu den Bitches kommst, dann sagen die huiuiuiuiui. Dazu müsste ich erstmal etwas haben, das nennt sich Selbstvertrauen. Ja, okay, ja, das stimmt. Tut mir leid, davon habe ich keine. Hey, ich habe wirklich das Gefühl, dass du durch Eisenrüstung mehr Fallschaden kriegst. Das lässt sich ja lernen, mein Lieber. ETF? So. Jesus Christ! Alter, was ist das? Da bringt jemand gerade seine Freundin um, ne? Ich wollte gerade sagen, Buraki probiert, um in eine Eisenrüstung zu springen. Ja, das ist, wenn ich gestorben wäre, dann würde es sich auch so anhören. Jetzt kommt wieder bei Markus so ein Auto. Nutzensohn! Gut. Wuhuuu! Bruder, entweder fahren bei dir Motorräder und Muscle-Cars vorbei. Left the game. Und in dem Moment stirbt Panda. Er sieht's nicht. Nein, ich geh jetzt dann rauchen. Marco, ich hab für dich F geschrieben. Danke, King. Leck. Was wollt ihr eigentlich jetzt holen? Achso. Warum hab ich jetzt noch eine Treppe? Geht gar nicht. Boah, voll gegeben, ein Robert. Bruder, oh, jedes Mal, wenn ich am Pandas Schloss vorbeilaufe, ich denke, sie will ein Disney World oder sowas eröffnen. Bisschen. Boah, Alter, muss noch Treppe muss ich denn jetzt. Du musst aber schon sagen, die Scheune. Die neue Scheune. Ihr labert doch aus. Müll, Alter. Ich bekomme so übelst viel Fallschaden durch Eisenrüstung. Just a prank, bro. Also, ich habe nie einen Unterschied gemerkt. Ich war doch gerade full half. Finger weg elf. Von Drogen, Mann. Dann schau dir mal ein Video an und dann wirst du es sehen. Ne? Dann heulst du rum. Ja, doch recht gehabt. Ist mir doch Latte, ob du mehr oder weniger Fallschaden kriegst. Dadurch wächst auch mein Vollschaden. Ja, warum kriegst du überhaupt Fallschaden? Weil ich auf meinen Waterbucket jump. Nein, ich muss ja mal beim Turm nach oben. Dadurch krieg ich mal Fallschaden. Hä? Da siehst du, das macht gar keinen Sinn. Ja doch, ich flieg über meinen Dreizack nach oben. Und dann komm ich immer halt runter drauf. Matze? Ich war nicht da. Das passiert, wenn man meine Videos nicht schaut, Robert. Ja. Man weiß nicht, was Alter, ich meine. Ich hab schon ein riesiges Netawarzen. Will Matze anbauen? Nee, Netzwarzen. Robert weiß nicht mal, dass ich einen Dreizack hab, glaube ich. Doch, das weiß ich schon. Aber ich weiß nicht, woher. Das wahrscheinlich gut. Gekauft. Ja. Ja, hat er ja gesagt. Aber ich hab's nicht gesehen. Ja, was wäre das für eine extrem kleine Wahrscheinlichkeit, die gedroppt werden, ey? Ich warte doch nicht 200 Jahre lang.
Nein, jetzt kommt wieder die Schattenseite. Auf die dunkle Seite der Macht. Zieh hoch. Zieh durch, Bruder. Puff. 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 Puff? Puff. Quatsch, Mann, Puff. Lass gehen. Ich war noch nie Puff. Mein Kumpel, der hat immer gesagt, komm, lass mal gehen. Ich sag so, nein, Mann. Krieg das alleine nicht hin, oder? Doch, der war ja schon da. Warum will er dich dann mitnehmen? Ja, weiß nicht, weil er Bock hat. Weil es ein reines, geiles Erlebnis war. Ja, und er wollte Robert halt das geile Erlebnis auch spendieren. Er wollte es mit ihm zusammen fühlen. Ja, wer nicht? Ach, ein flotter Dreier, jetzt hast du dich da. Ja, ich meine, wer denn bitte nicht, ne? Also mit zwei Frauen, ja, wenn ich das mit einem anderen Mann machen müsste, ne. Schwulenfeind. Hat damit nichts zu tun. Gay! Gay! Was? Wir gucken gerade ein Video. Alter! Mach Mikro aus! Okay, jetzt gucke ich nochmal. Wer ist das? Das ist mein Ey, er labern nicht, Alter, als ob das jetzt schon 7 Herzen wären, die ich verloren hab. Ist das seine Freundin oder was? Nee, also die guckt gerade irgendwas. Oder ich bin blöd und ich hab auf meinen Diamantstiefeln einen Federfall drauf gehabt. Vielleicht habe ich das ja drauf gehabt, ich raff's gar nicht. Das interessiert mich jetzt gerade schon, dann guck ich gleich mal nach. Probier einfach mal ohne Rüstung. Ja genau, dann krepier ich, du. Rüstung. Du Scheiße. Dann ist ja mein Run weg. Halleluja. Hat sich aber gut Loks raus. Heilige Nudel. Wer hat natürlich mein Fernseher an? Oh, ja, Matthias ist ja wieder am Abspacken da. Kriegt Copyright Strike. Ja. Perfekt. Professor Oak. Leonardo DiCalario. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir zu 8 sind und es nicht laggt. Applaus für Minecraft. Nitrado. Ja gut, jetzt sind es noch 7, aber... Läuft jetzt sogar tatsächlich besser als die Rockstar-Server, nachdem Dings kostenlos wurde. Holy fuck, waren die Server Müll. Boah. Meinst du jetzt am Anfang von GTA 5 oder was? Ja, allgemein brauchst du teilweise immer noch richtig lange zum Laden. Buff tot. Rockstar-Server sind... Naja, okay. Da ist das Dach etwas kleiner, das ist ein bisschen ekelhaft. Vor allem einer von uns hat sich mehrere Accounts erstellt und dann an Mod-Menü zu gegangen bist und kurz bevor du on gekommen bist. Witzigerweise. So, jetzt kommt langsam die Höhe, wo ich ein bisschen Angst krieg. kommt noch das F durch den Fallschaden oder was? Ja klar. Meine Schaufel in der Auge. Ach, juck. Ach, juck. Ja. Wie viele Loks denn noch? Scheiß Autisten, Alter. Ach, Banjo-Kazooie, war. Oh, hab ich das damals gesagt. Oh, Banjo-Kazooie, geiles Game. Seit wann ist die Kalari wieder hier? Gerade eben. Hör dich nicht zu, das ist abnormal. Das war auch Absicht, Mensch. Kann man ehrlich gesagt bei dir nie wissen. Ich mach jetzt mal eine kontroverse Meinung und sage, Nuts und Bolts war jetzt nicht ein schlechtes Spiel, es war nur kein gutes Battle Kazooie. Alter, ich hab grad verstanden, nachdem Banjo Kazooie zu Microsoft gegangen ist, ist das eigentlich kacke geworden. Hab ich nie gezockt. Ich fand aber so an sich, Nuts und Bolts war jetzt kein schlechtes Spiel. Joi, aber trotzdem, es hatte nicht mehr denselben Flair wie damals noch auf N64 Zeiten. Flair. Ja gut, aber immerhin gab's auch Banjo-Tools. Ja, Lappen, ne? Ich finde den witzig. Ja, Alter. Gibt's den überhaupt noch? Ja klar, der hat doch vor einem Jahr oder so, oder einem halben Jahr hat er mit irgendeinem Bullen so richtig Stress gehabt. Ich habe gerade erst ein neues Album rausgebracht, der ist eigentlich relativ erfolgreich. Ja, Flair. Aber der Oh Gott, ich dachte, ich fall runter, das ist nur das Wasser gewesen. Ich find's immer noch geil. Ich weiß auch, Flair war mal in dieser
in seiner richtigen, ich weiß nicht, was der war, aber der macht immer so Musik so, oh ja, Deutschland, als Rap. Und ich denke mir so, hä? Deutsch-Rap? Ja, aber der hat so patriotischen Rap versucht oder so. Ich meine nur so, hä? Ja, der hat das so ein bisschen das hat nicht so gezogen und hat das sein Image komplett geändert. Ja, klar zieht es nicht, weil wenn ich Rap hören will, will ich nicht hören, ja, Deutschland also ist super. Sondern ich will hören, ich ficke deine Mutter. Ja, da gibt's doch oder der heutige Deutschrap, der ja quasi nur noch darunter steht, ich vor AMG, Alter. Ist King Haftbefehl. Okay. Raus. Deutschrap allgemein. Zack, Deutschrap ist cringe. Nee, aber richtig. So ein bisschen geworden, sagen wir es mal so. Baba Haft kommt im Flugzeug! Aber es gibt aber auch ein. Da ist kein Fehlerfall drauf. Im heutigen Rap, was nicht nur Deutschrap runterleitet, sondern gefühlt in jeder Sprache Mumble Rap. Diesen Autotune-Shit. Der Mumble Rap ist aber nur so, wo bitte machst. Ja, das kann ich auch. Hat er. Ja, Snoop Dogg hat sich schon darüber lustig gemacht. Snoop Dogg fand ich jetzt aber auch nicht so krass. Band 4. Für seine Zeit vielleicht mal. Ja, aber ich finde die Sachen von ihm auch nicht mehr cool. Schwache Sache, Bro. Ich höre auch keinen Rap, ich höre nur Haftbefehl, das war's. Hey, hier ist eine Biene. Hat doch überhaupt noch eine Eminem? Bestimmt, ja klar, der macht immer. Hörst du fast Kohle. Gar nichts mehr von. Ja, der ist ja inzwischen auch 100 Jahre alt oder so. Vor allem, Jay-Z war auch mal eine Riesennummer. Jay-Z, weißt du? Der Bruder von Daisy. Amerikanisch. Man sagt doch teilweise, der war einer der, so gesehen, der Vater des Raps oder sowas. Aber das Interessante ist, dass Jay-Z sich ja damals bei den MTV Awards damals richtig, richtig lächerlich gemacht hat, als er Taylor Swift damals komplett bloßgestellt hat. Finde ich gegen Mo. Wie denn das? Richtig, ja, genau. Indem er auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, ja, sie hat ja den Preis nicht verdient. Ja, nein. Oh. Wow, was für ein Allmann-Move. Weißt du, ich kenne eigentlich Jay-Z nur, weil er damals ja ein Album kollaboriert hat mit Linkin Park. Wer war das, der seine Frau verprügelt hat? Das war. Das war nicht. War das nicht der Selbstspieler? Das war die. Das ja, war die ja, der von auch. Von Rihanna. Aber, von, du meinst ja, genau, Rihanna. Genau. Der von. Wie hieß denn der Typ? War das Kanye West? Nee. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, Kanye West. Kanye West ist auch nirgendwo mehr. Also ja, genau deshalb habe ich nicht gedacht, Kanye West, weil Kanye West ist ja immer noch relativ fame. Wollte er nicht Präsident werden? Ja, ja. Ja. Chris Brown, der Wichser, Alter. Richtiger Allmann. Travis Scott. Gotch. Notch? Ich brauch mal. Habt ihr Notch Thriller gesehen? Was weiß ich? Dann mach ich ja keine Vorschläge. Stellt euch mal vor, Adolf Hitler hätte Rap gemacht. Raus, geil. Er guckt ja einfach Epic Rap Battle History an, oder wie der Kack heißt. Das fand ich nie so witzig. Ich weiß auch nicht, warum die Leute das witzig finden. Das wäre schon mal Fenster zu machen. Warum? Was? Weil es sonst auf mein Mikrofon regnet. Bei allen regnet's, nur hier ist tote Hose, ne? Ja, hier regnet es auch. Wir wurden in der Niedersachse. Bei uns ist einfach nur Affenhitze. Affenhitze. Ja, warm ist es immer noch, ja. Ja, warm ist bei mir auch. Ist gerade richtig schwül hier. Ja, genau. Ist aber bei uns schwul auch, ist also es immer. Jetzt kann ich nicht immer mal. Also, schön ist bei euch, was ist bei mir? Ist noch weniger als nächsten Tag noch nicht mal Zitze. Warum? Bei Kalari ist es kalt. Doch eh immer Kalari. Kaluru. Was ja, sagst du? Bei dir regnet es doch eh immer. Kalamari. Normalerweise ja, aber selbst der Regen macht nicht mit. Kalman. Welches Bundesland bist du? Kalari wohnt in der Stadt mit den meisten Regentagen. Ja, die Statistik habe ich jetzt an der Nordküste. Ich kenne sie. Das ist. Ja, aber ist doch voll geil. Geht so. Aber schon England oder was? Nee, Mühlenscheid. Oh ja, München daneben. Ist es auch immer ziemlich am. Eigentlich daneben. Ja, was für ein Bundesland ist denn das? Ja, echt? Die NRW. NRW hat die meisten Regentage. Die Stadt. Ja.
Die Stadt, die hier halt neben mir ist, ist halt zwischen drei fucking riesige Berge. Ah, okay. Ja, und da staut sich das. Ja, klar. Er ist eher gedacht zu so Hamburg oder so, Schleswig-Holstein, aber klar, wenn es da so Berge ist. Schleswig-Holstein, Holstein. Ich muss wieder meinen Onkel besuchen. Ich will ihn wiedersehen. So. Ach, ist jetzt auch dicht? Ich bin dicht. Ja, ich auch. Hat jemand dicht. Sand? Ja, ich hab noch etwas Sand. Kannst du aber gut dichten. Für Glas? Nee. Also Matthias, also mein, das Haus nimmt jetzt, das Haus ist jetzt fast von außen schon fertig. Ja, ist so gut, dann kannst du gleich das nächste anfangen. Ist eine Fledermaus in meinem Turm, Alter? Arbeite schneller, verdammt nochmal. Das muss doch von innen noch fertig gemacht werden. Da ist eine Fledermaus in meinem Turm. Kajalari, wie viel Sand brauchst du ungefähr? So, oh, zwei Stacks würden erstmal reichen. Ja, ja, die kann ich dir locker easy gehen. Ich hab selber sechs Stacks noch. Erstmal Treppe. Easy go. Feuerschein! Kann man irgendeinen geschnitzten Kürbis machen? Ja. Ja, klar, mit einer Schere. Ich scher mich. Das hatten wir doch schon mal irgendwann irgendwer war. Ja, in der Sammelsession. Genau. Ja, das war ich. Und dann hab ich im Messer irgendeinen Kürbis hingestellt irgendwo noch. Gut, ja, jetzt habe ich einen geschnitzten Kürbis. Ja, mein Penis hat immer noch niemand gefunden am Ende der Welt. Hm, ja, weil früher hast du die Dinge einfach so gefunden. Deswegen wer meinen Penis am Ende der Welt findet, kriegt Smaragde. Ja. Geschnitzte Kürbisse konnten sie ja damit Enderman in die Augen schauen, ne? Ja, wenn du den aufsetzt. Ja, ein Kürbishelm. Ja. Ja, wow, was bringt das? Dass er dich nicht angreift. Ja, aber wow, dann gucke ich den einfach nicht an und fertig. Ja, versuch, ja, wenn du gegen Enderdrachen kämpfst, ist es manchmal ein bisschen ekelhaft. Mhm. Ach so. Ja, okay. Aber dann willst du ja eine Rüstung haben, oder nicht? Dann musst du halt Verzauberung drauf. Ist eine Rüstung. Ja. Auf den Kürbis? Ja, Helm ist vor allem jetzt, also solange du Brust, Beine und Ding dann hast, ist es jetzt, glaube ich, nicht so. Der Akt. Brust. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in 1.16 wird, weil in 1.16 sollte es so sein, dass wenn du jetzt zum Beispiel im Neta keine goldene Rüstung trägst, dann greifen dich irgendwelche Viecher da an. Ja, die Picklin greifen dich da nicht an, ja. Picklins? Genau. Das klingt wie die weibliche Form von Picklins. Also du kannst mit denen noch, traden. Da reinzugehen. Ich sage ja, ich bin da. Keine Ahnung, mein Pixelart ist fertig geworden. Hab ich gesehen. Danke. Aber um mal ganz ehrlich zu sein, es sind einige Neuerungen gekommen, wo bist du denn? Die man eigentlich schon komplett aus alten Mod-Paketen kennt. Ziege, wie das aussieht. Fast einige? Fast alle. Alles eigentlich. Lucario in... Du bist einfach im Bloodraven. Ja. Warte. Das kann ich aus dem Kopf stellen. Wait a minute. Downloadst du dir jetzt einen Skin? Nee, das hab ich. Nee, ein Eiskern hab ich schon lange. Den hatte ich schon mal am Anfang gehabt. Also, ich weiß nur, dass Kalari immer schwarz war. Das ist das Einzige. Ja, ja. Also immer weißt du, bei Marcel, sein Skin, denke ich mehr an einen Wolf als an eine Katze. Hohoho. Wo es ein Schneeleopard ist. Ich kann da gar nichts erkennen, oft bei der kleinen Ansicht. Setz deine Brille auf, Alter! Sieht aus wie so ein Stein mit so einem Derp-Face. Derp-Face? Ja, finde ich so aus. Bei Panda ist es so von Panda Ziege, ne? Panda hat einfach eine blaue Schmalzlocke. Schmalzlocke? Wir schmalzen verboten. Ich sag ja, den Skin habe ich schon am Anfang mal gehabt, nur keiner hat es irgendwie erkannt. Ich habe dich auch noch nie angeglotzt mit dem Skin. Angeglotzt? Warum nicht? Kalarian glotzen finde ich schön. Ah, ich brauch gleich noch. Nee, ich existiere nicht. Sag mir wieder da. Das sieht witzig aus. Ich geb dir einen Tipp: Inquisition. Was? Dragon Age Inquisition? Was hast du gesagt? Dragon Age? Nee, wo einmal. Musst du die Rüstung abnehmen. Oh. Hat er sich nackig gemacht? Scheiße, kein Platz. Ja, gut, dann nehme ich mal deine Feuersteine. Was willst du mit dem Müll? Pfeile. Kann man richtig viel machen, Digga. Ich sammle immer Feuerstein. Ja, Mann, ich hab immer Glück auf meiner Schaufel. Ich erkenn's leider nicht, leider. Ach so, du bist ein Grey Knight oder was? Genau. Weißt du, siehst mich jetzt? Und jetzt nicht.
Ich sehe noch, ich sah deine Flasche rumfliegen. Guck, guck. Ja, das ist gut. Das Gute ist, das Gute ist halt, er hat jetzt keine Rüstung an. Das heißt, du kannst ihn vielleicht töten. Alter, du wärst aber asozial. Warum soll er mich töten, wenn ich hier nichts mache? Das ist ein Argument. Doch, unsichtbar sein, das ist verboten. Muss. Nur wegen diesem Scheiß. Geister! Nee. Weißbrot. Hat noch jemand einen Aether-Rex? Weißbrot. Kalari hat was gedroppt. Ich weiß nicht, wie viel er dabei hatte. Was habe ich gedroppt? Netherrack. Brauchen wir ein, zwei Stacks? Ich glaube. Nur ein, zwei Stacks? Ein Stück nur. Ja, Freund, ich warte mit. Geh denn netter und sammel was. Ja, ganz anstrengend. Ja, fragen ist einfacher. Ja. Ich frag nie. Schnorren ist einfacher, frag mal Robert. Bra, damit kenne ich mich aus. Ach, hier geht's. Ist nur irgendwas drin? Oder warum dieses Born das nicht? Ah ja, ich vermute mal, das sind die Schafe für den Pixel Arc. Schamhaft. Spitzhacke. What a dog shit ass game. Ja, X-Feuer genau. Hat das Spiel verlassen. Da hat X-Feuer keinen Nerv mehr, Alter. Oh, da fliegt Marco aber sofort schon los, du. Quickie, Alter. Das hast du mich schon übergezogen. Ja. I'm coming home. FBI, open up! Na, wo sind dein. Wo ist dein verrottetes Fleisch? Oho. In der Hose. Guck mal, ist voll wertvoll geworden auf einmal, verstehe ich nicht. Das Ding ist, ich will heute endlich mal wieder mal Zombies auf die Fresse hauen. Komisch, sind keine da. Dann sind die Mobs aus. Ja, die haben. Nee, die sind gerade im Urlaub alle. Oh. Alter, weil heute Bau-Session ist. Ja. Nur wegen der Bau-Session? War es nicht so, dass du auch in der Bausch-Session? Daran. Kalari, wann hast du nochmal deinen Lohn? Müsste eigentlich schon da gewesen sein. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht nachgeguckt. Also die Abrechnung habe ich schon gekriegt. Sponsor mich mal, danke. Nein. Das Bausch? That's cringe, Bro.